Hallo zusammen, ja, alle warten auf Mungero. Der Launch von Mungero in Deutschland steht in den Startlöchern. Laut Gerüchten wird Mungero mit dem Wirkstoff Tirzepatid gegen Diabetes Typ 2 eventuell auch als Off-Label-Einsatz bei Adipositas, das entscheiden ja die Ärzte, im November 2023 in Deutschland verfügbar sein. Das habe ich aus meinen Quellen gehört, natürlich keine Gewähr und ich darf diese Quelle natürlich auch nicht nennen. Wegovy gegen Adipositas kennt ihr ja schon, die ist seit Juli 2023 in Deutschland verfügbar und Ozempic gegen Diabetes 2 gibt es ja bereits länger. In den USA gilt Mungero längst als der neue Game Changer. Laut Studien haben die Probanden, die beispielsweise 100 Kilo wogen, in nur 17 Monaten durchschnittlich 21 Kilogramm verloren. Das ist natürlich phänomenal. Die Ergebnisse können sich aber noch ändern, weil viele Studien mit Tirzepatid noch am Laufen sind. Tirzepatid wird auch Phenylketin genannt, da es gleich zwei Darmhormone imitiert, also nicht so wie bei Wegovy nur den GLP-1-Rezeptor. Aktuell soll also kein anderes Mittel gegen Adipositas, also Übergewicht, so schnell und so stark gewirkt haben wie Mungero Tirzepatid. Bisher galt bzw. gilt der GLP-1-Rezeptor-Agonist Semaglutid bzw. Ozempic bzw. Wegovy als die Nummer 1 und den Abnehmspritzen in Deutschland. Klar, Mungero ist ja noch nicht zugelassen. Also hier, zugelassen, aber noch nicht auf dem Markt. Was genau ist Mungero also? Mungero Tirzepatid ist ein dualer, das heißt es wirkt zweifach, glukoseabhängiger Insulinotroper, Polypeptid, GIP und GLP-1-Rezeptor-Agonist. Es gibt ja auch Antagonisten, aber die sind hier Agonist. Genau. Der von der FDA im Jahre 2022 zugelassen ist, eigentlich für Diabetes Typ 2, aber jetzt auch für Adipositas. Auch die EMA hat das Mittel bereits in Europa zugelassen. Das Medikament wird von Lilly unter dem Namen Mungero hergestellt. Die Mediziner in den USA können es Menschen mit Fettleibigkeit auch zur Gewichtsreduktion als Off-Label-Rezept verschreiben. Wie wirkt Mungero? Was macht also Mungero bei uns im Körper? Tirzepatid, also Mungero, wirkt appetitverringernd und sorgt für ein längeres Völlegefühl. Da der Wirkstoff eine verzögerte Magenentleerung verursacht, werden natürlich dann zudem insgesamt weniger Kalorien als der ursprüngliche Tagesbedarf aufgenommen. Und somit erreicht man dann eine schnellere Gewichtsreduktion. Heißt, die Hungerattacken bleiben natürlich dann auch aus. Also es funktioniert eigentlich so ähnlich wie Wegovy beziehungsweise Ozempic, also fast das gleiche Prinzip. Wie wird Mungero dosiert? Bei Mungero fängt man zunächst mit der kleinsten Dosis, also 2,5 Milligramm an, um zu schauen, ob man das Medikament verträgt und welche Nebenwirkungen auftreten oder ob Nebenwirkungen auftreten. Das ist ja auch eine Sache, bei manchen treten keine Nebenwirkungen auf. Und nach 4 Wochen erhöht man dann auf 5 Milligramm und nach weiteren 4 Wochen auf 7,5 Milligramm, dann auf 10 Milligramm, 12,5 Milligramm und schließlich dann nochmal nach 4 Wochen die 15 Milligramm Höchst- bzw. Erhaltungsdosis. Mit wie viel kann man mit Mungero abnehmen? In klinischen Studien hatten wir ja oben schon mal verloren, die Menschen mit Mungero durchschnittlich 21% ihres Körpergewichts. Also 21 Kilogramm, wenn man 100 Kilo gewogen hat. Bei Ozempic bzw. Wegovy konnten die Probanden laut Studien die Kilos um bis zu 17% des Körpergewichts reduzieren. Das ist natürlich auch ein super Wert. Ozempic Wegovy ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Was kostet Mungero? Die Kosten für eine subkutane Mungero-Lösung 2,5 Milligramm betragen in den USA 1087 US-Dollar, also knapp 1015 Euro. In Deutschland ist der Preis noch weitgehend unbekannt, wird aber deutlich unter 1000 Euro liegen. In der Schweiz kostet dann eine Packung Mungero 411 Franken, also 430 Euro. Bei Mungero kann man auch keine Klicks zählen, wie zum Beispiel bei Ozempic oder Wegovy. Wann wird also Mungero in Deutschland endlich verfügbar sein? Mungero wurde in den USA und damit Deutschland im September 2020 gegen Diabetes Typ 2 zugelassen. Aktuell, also offiziell, kann die Firma noch kein genaues Datum für den Launch des Medikaments in Deutschland nennen. Allerdings soll es laut Gerüchten und meinen Quellen im November 2023 in Deutschland verfügbar sein. Genau, aber natürlich auch ohne Gewähr. Was gibt es noch in der Pipeline? Lilly hat noch ein Medikament in der Pipeline. Die CNBC berichtet, dass das experimentelle Medikament Retatrutid gegen Fettleibigkeit von Lilly die Konkurrenz bei der Gesamtgewichtsabnahme für Patienten übertreffen könnte. Nach ca. 48 Wochen verloren die Patienten bis zu 24% ihres Körpergewichts. Da muss ich auch selber schottern. Super, super Wert. Also das würde bislang den höchsten Rückgang im Bereich der Adipositas-Medikamente darstellen. Die Forscher der Studie Saumont 2 Phase 3 mit 338 Patienten sagen,
dass der durchschnittliche Gewichtsverlust nach 48 noch kein Plateau erreicht haben. Das bedeutet dann, dass eine noch längere Stunde eine noch höhere Gewichtsabnahme zeigen könnte. Wie Wegovy von Novo Nordisk und Mounjaro wird Retatorit einmal wöchentlich injiziert. Die Wirkstoffe verändern die Essgewohnheiten der Patienten und führen dann zu vermindertem Appetit, indem sie bestimmte Hormone im Darm nachahmen. Aber frühestens 2025 wäre dann Retatorit hier. Noch ein Hinweis zum Schluss. Natürlich sind das Medikamente mit Nebenwirkungen. Man sollte die Medikamente nicht zu leichtfertig einnehmen, zumal die Langzeitstudien noch fehlen. Genau. So, und das war jetzt auch mein letzter Stream vor meinem Urlaub. Ich bin morgen für 8 Tage ungefähr in Bodrum. Freue mich schon, so ein bisschen abzuschalten. Genau, und danach kommen wir wieder, und sobald ich dann mehr Informationen habe bezüglich Mounjaro, werde ich euch natürlich am Laufenden halten. Vielen Dank und bis bald.